Überleitung zum nächsten Tagesordnungspunkt 13, Lieferkettengesetz, auch sehr umstritten und lässt auch eine interessante Diskussion erwarten. Es geht ja darum, dass deutsche Unternehmen mehr Sorgfalt bei ihren Zulieferern achten sollen. Es geht vor allen Dingen um die globalen Lieferketten im Bereich von Konsumgütern und anderen Gütern, die nach Deutschland gebracht werden, im Ausland hergestellt oder weiterverarbeitet werden. Sie jetzt. Erster Redner zu diesem Thema ist Herr Präsident, Sascha Raabe von der SPD, Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Jetzt sich 8 Jahre das furchtbare Unglück von Rana Plaza, als in Bangladesch eine Textilfabrik zusammenbrach und über 1200 Menschen das Leben verloren, vor allem junge Frauen. Ich war ein Jahr später, im Jahr 2014, mit 2 Kollegen vor Ort und habe natürlich auch mit den Überlebenden gesprochen. Aber ich sage Ihnen, vielleicht das bitterste und eindringlichste Erlebnis, was ich in den ganzen 19 Jahren auf Dienstreisen bisher hatte, war, als wir zu dem Unglücksort gegangen sind. Da war immer noch über ein Jahr später ein Trümmerfeld, in dem die Toten noch nicht geborgen waren. Das heißt, sie stehen dort auf Erde, auf Stein, auf Trümmern. Unten drunter liegen noch die toten Menschen. Und dann sehen sie zwischen den Steinen aus der Erde rausragend Markenetiketten, Preisschilder von in Deutschland und Europa bekannten Textilfirmen. Und Sie wissen, Sie sind aber jetzt nicht in einem Textilgeschäft, wenn Sie diese Markenetiketten sehen, sondern Sie stehen auf einem Friedhof. Und ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sowas hautnah spürt und erlebt, lässt dann das nicht los. Und dann weiß man auch, dass wir eine Verantwortung haben, dass so etwas niemals wieder passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen bin ich dankbar, dass Entwicklungsminister Müller gemeinsam mit Hubertus Heil, unserem Arbeitsminister, gekämpft haben, dass wir jetzt gegen viele Widerstände, auch von Wirtschaftsseite, auch leider vom Wirtschaftsminister, jetzt einen Gesetzentwurf vorlegen, der Unternehmen in die Verantwortung nimmt, damit sie eben ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten künftig einhalten müssen, damit Verantwortung nicht weiter nur freiwillig ausgeübt werden darf. Und nochmal meinen herzlichen Dank dafür. Und ich weiß auch, dass Gerd, du in deiner Fraktion da viel geleistet hast, aber Hubertus mit seinen ganzen vielen Vorhaben da auch bis tief in die Nacht für gekämpft hat. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank dafür. Und es ist heute ein historischer Tag, weil wir dann wirklich von der Freiwilligkeit zu einer gesetzlichen Regelung kommen. Denn Menschenrechte dürfen nicht freiwillige Angelegenheit sein, sondern es muss eine Pflicht sein, eine Selbstverständlichkeit sein, dass Menschenrechte eingehalten werden. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, all diejenigen, die jetzt sagen, ja, die Regierungen sollen doch dafür sorgen, dass Menschen- und Arbeitnehmerrechte eingehalten werden. Das sind die gleichen Kräfte, die immer, wenn es darum geht, EU-Handelsverträge gerecht zu machen, nämlich mit Sanktionsmechanismen bei Verstößen, sich auch dagegen sperren. Und auch der Minister Altmaier vertritt leider diese Position. Nein, ich sage, wir brauchen faire Handelsabkommen, wo Verstöße gegen Menschen- und Arbeitsrechte sanktioniert werden. Die Regierungen müssen die Verantwortung übernehmen, aber die Unternehmen dürfen sich da nicht ihrer Verantwortung entziehen, nach dem Motto, wenn mich keiner kontrolliert, kann ich machen, was ich will. Deswegen ist heute eine historische Stunde, dass wir diesen Gesetzentwurf einbringen. Und das wird dazu führen, dass Millionen Kinder nicht mehr schuften müssen auf Kakaoplantagen und Bergwerksminen, dass Menschen keine Hungerlöhne mehr gezahlt bekommen, dass Ausbeutung kein Wettbewerbsvorteil mehr sein darf. Dafür werden wir kämpfen und diesen Gesetzentwurf durchbringen. Vielen Dank. Ja, Sascha Raabe ist eingesprungen, weil die beiden ersten Redner dieser Debatte gar nicht anwesend waren. Als es losging, der Bundesminister Hubertus Heil von der SPD und Markus Frohnmeier von der AfD. Jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt kommt und wer jetzt dran ist im Ablauf. Das jetzt Markus Frohnmeier von der AfD, weil Sascha Raabe offenbar für seinen Parteifreund Hubertus Heil erst mal gesprochen hat von der SPD und jetzt Markus Frohnmeier, AfD, in der Diskussion um das Lieferkettengesetz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident.
Man kann es eigentlich fast gar nicht mehr hören, wie über so ernste Themen immer wieder gesprochen wird. Was soll denn an der Stelle immer das Moralisieren, Kollege Rabe? Sie müssen doch den Leuten da draußen mal erklären, was dieses Lieferkettengesetz eigentlich bedeutet und ist. Ausschließlich deutsche Unternehmen sollen dazu verpflichtet werden, überall auf der Welt soziale und ökologische Standards durchzusetzen. Eine Verschiebung weg von den Entwicklungsländern, also deren Regierungen, hin zu ausschließlich deutschen Unternehmen. Die sollen dann so eine Art Lieferkettenpolizei global machen. Das muss man sich doch mal überlegen. Wie soll denn das funktionieren? Das ist doch völlig absurd, was Sie hier heute versuchen umzusetzen, meine Damen und Herren. Es ist auch ein Angriff auf alle deutschen Unternehmer da draußen, die sich trauen, im Ausland zu investieren, die schon jetzt lange die höchsten Standards im Bereich der Ökologie und wenn es um soziale Fragen an den Tag legen. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum man hier so etwas auf diese Art und Weise kodifizieren will. Und da muss man sich doch mal die Frage stellen, wie sowas in der Praxis aussieht. Wie soll sowas in der Praxis funktionieren? Nehmen wir doch mal einen Unternehmer, der meinetwegen Halbleiterteile herstellt. Der hat 15 oder 20 Mitarbeiter und als Kunden hat er jetzt ein Unternehmen, das unter Ihr Lieferkettengesetz fällt. Ich hatte die Gelegenheit, mit jemandem darüber zu sprechen, den es betreffen wird. Da wird doch dann das Unternehmen, das das Lieferkettengesetz jetzt zu beachten hat, natürlich auch darauf drängen, dass die Zulieferer, die Kleinen, mit 15, 20, 30 Mitarbeitern in der Lage sind, dieses Lieferkettengesetz mit zu beachten. Weil es geht ja nur so, dass das große Unternehmen, das darunter fällt, dann natürlich auch beim Zulieferer darauf besteht, dass er in der Lage ist, diese Lieferkette entsprechend mit transparent zu gestalten. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-Fraktion? Ich möchte es zu Ende machen. Was sagt denn die CDU dazu? Das muss man sich doch einfach mal anschauen. Es ist keine zwei Monate her, dass wir hier standen und ein Kollege mit dem Namen Lemmel gesagt hat, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, man muss für unsere Fraktion ganz klar sagen, ein Lieferkettengesetz auf nationaler Ebene ist nicht der Weg, den wir einschlagen wollen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren von der CDU, 15 Tage hat es gedauert, nur 15 Tage hat es gedauert, bis Sie umgefallen sind. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben der FDP als Umfallerpartei wirklich den Rang abgelaufen. Und eines muss man an der Stelle vielleicht auch mal noch sagen, was bedeutet es denn entwicklungspolitisch? Wir hatten sowas ja schon mal. Die Amerikaner haben im Rahmen des Dodd-Frank Act das auch geregelt. Es haben sich daraufhin amerikanische Unternehmen beispielsweise aus dem Kongo zurückgezogen. Dann wurde Platz frei und den haben die Chinesen eingenommen. Arbeitsplätze sind verloren gegangen und die Arbeitsbedingungen für die Menschen dort vor Ort haben sich verschlechtert. Das ist doch die Realität, die man beachten muss. Also in Summe, Sie plündern und zersetzen die deutsche Wirtschaft mit diesem Gesetz. Sie sorgen dafür, dass es den Menschen in den Entwicklungsländern schlechter geht. Das ist Gutmenschentum in Reinkultur, meine Damen und Herren. Und das werden wir in der Form nicht mittragen. Ich komme dann zum Ende und bitte Sie, dass Sie wirklich noch mal darüber nachdenken, ob Sie solche Gesetzentwürfe hier diskutieren wollen. Es kann nicht sein, dass deutsche Unternehmen plötzlich weltweit die Lieferkettenpolizei machen sollen. Das ist eine Aufgabe von Regierungen, dafür zu sorgen, dass auf dem eigenen Staatsgebiet Arbeitnehmerrecht, ökologische und soziale Standards durchgesetzt werden und nicht ausschließlich eine Aufgabe deutscher Unternehmen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung heißt es, dass deutsche Unternehmen verpflichtet werden sollen, ihrer globalen Verantwortung für die Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards besser nachzukommen. Dieses Gesetz war sehr umstritten innerhalb der Koalition, vor allen Dingen zwischen Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister, und dem Arbeitsminister Hubertus Heil. Und auf der Seite von Hubertus Heil, sozusagen von der anderen Partei, war aber der von der CSU kommende Entwicklungsminister Gerd Müller. Und der spricht jetzt zu diesem Thema. Das ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, ob wir vom freien zum fairen Handel in globalen Lieferketten kommen. Sascha Rabe und ich, wir haben Rana Plaza die Trümmer gesehen. Heute ist der Tag, 8 Jahre, du hast es gesagt,
1.138 Frauen haben ihr Leben unter den Trümmern verloren. Und der Skandal war, die Frauen haben zwei Tage davor darauf hingewiesen. Die Risse in den Mauern haben sich gezeigt. Das Management hat angewiesen, ihr habt keine Rechte, ihr habt weiterzuarbeiten für 14 Cent in der Stunde. Arbeitet ihr hier 14 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche, und sie gingen ins Verderben. Wir gedenken heute der toten Frauen von Rana Plaza. Und ich sage Ihnen, ich würde ein anderer Mensch und ein anderer Politiker, wenn Sie mit den Überlebenden sprechen. Mein Blick auf Profitmaximierung in der Globalisierung des Handels in internationalen Lieferketten hat sich geändert. Externalisierung und Auslagerung der Produktion in Entwicklungsländern, das kann nicht unser globales Wirtschaftsmodell sein. Meine Damen und Herren, wir können und dürfen nicht die Augen verschließen vor Ausbeutung von Kindern, Mensch und Natur. Und das ist nicht nur Rana Plaza Textil, sondern das geht weit darüber hinaus. Ob es die Verseuchung von Meer, Mangroven, Umwelt, von Ölmultis im Niger-Delta ist oder die Ausbeutung von Kindern auf Kaffee, Kakao, Baumwollplantagen oder für unsere Grabsteine in Steinbrüchen. Ich sage das hier sehr deutlich. Ich habe auch diese Kinder getroffen in Indien, die befreit wurden aus diesem Joch. Und ich habe ihnen versprochen, wir helfen euch und wir ändern das. Wir tun, was notwendig ist. 80 Millionen Kinder arbeiten als Arbeitssklaven für uns, die Reichen, auf der Sonnenseite des Planeten, für unsere Produkte. Meine Damen und Herren, wir haben zusammen, Hubertus Heil und ich, die Koalitionsfraktion, das Deutsche Textilbündnis, umgesetzt. Auf der Basis von Freiwilligkeit sind 50% dabei. Und wenn Sie heute in der Zeitschrift Textilwirtschaft nachlesen, dann freut mich das ganz besonders, dass auch die Verbände, die Textilwirtschaft, Zeichen setzen, Maßstäbe setzen. Es geht. Große und kleine Firmen können im Zeitalter der Digitalisierung Lieferketten verfolgen. Eine Pionierin ist Antje von Dewitz. Schauen Sie sich diesen Betrieb an, der grüne Knopf. Antje von Dewitz geht 30 Jahre voraus. Ein kleines Unternehmen zeigt, es geht, Gerechtigkeit in den Lieferketten umzusetzen. Und deshalb danke ich diesen Pionieren, ich danke den Kirchen, der Welthungerhilfe, dem DGB, aber allen, die mitgeholfen haben. Wir haben diesen ersten wichtigen Schritt nur gemeinsam geschafft, mit vielen NGOs und vielen, die uns unterstützen. Und gemeinsam, wir beide, Hubertus Heil und ich, sein Team, Hubertus, wir haben wie Freunde, und wir sind Freunde geworden, dieses Projekt auf den, ja. Wir haben in Äthiopien, denn auch er hat sich verändert, als er in Äthiopien mit Frauen gesprochen hat, also die realen Zustände gesehen haben. Meine Damen und Herren, das Lieferkettengesetz kommt. Ein langes Ringen, ein guter Kompromiss. Hermann Gröhe und meine Freundin der Unionsfraktion werden auf die Details eingehen. Wichtig ist, ein Verbot von Kinderarbeit umzusetzen, die Stärkung der Menschenrechte, und dies ohne die Wirtschaft zu überfordern. Dieses Gesetz gilt ab 2023. Darauf wird der Arbeitsminister eingehen. Wir haben eine Übergangsfrist. Wir haben mittelstandsfreundlich das Ganze gestaltet. Es ist umsetzbar in einer abgestuften Verantwortung. Das ist die deutsche Initiative für eine Vorlage der EU-Kommission. Diese Initiative muss zur Basis einer europäischen Regelung werden. Standards, sozial und ökologisch, müssen Standard weltweit werden. Weltweit, meine Damen und Herren. Nicht nur in der Produktion, Industrie, auch bei Dienstleistungen, auch bei Finanzdienstleistungen. WTO wird und muss folgen. Ich habe Dr. Ngozi, die neue Vorsitzende, vor 14 Tagen besucht. Sie steht als Nigerianerin an der Spitze für einen neuen Kurs der WTO, für eine gerechte Globalisierung. Und wir stehen an ihrer Seite. Der freie Welthandel muss ein fairer Welthandel werden.
und die UN-Menschenrechtscharta und die SDG-Agenda ist der Weg in eine bessere, gerechtere Globalisierung und Zukunft. Deshalb machen wir unsere Politik enkeltauglich und schöpfungstauglich. Heute am World Earth Day ist das Lieferkettengesetz unser Beitrag dazu. Herzlichen Dank. Dieses Lieferkettengesetz als Beginn einer großen Freundschaft zwischen Gerd Müller von der CSU und Hubertus Heil von der SPD. Dieses Freundschaftsangebot werden viele in der Fraktion von Gerd Müller, also der CDU-CSU-Fraktion, mit gemischten Gefühlen beobachtet haben. Da war dieses Gesetz ja sehr umstritten und ist es auch noch. Gerd Müller, muss man noch dazu sagen, wird dem neuen Bundestag nicht mehr angehören. Nächster Redner, Karl-Julius Kronenberg von der FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute geht es um Menschenrechte und den Kampf gegen Kinderarbeit. Dazu will die Bundesregierung deutschen Unternehmen ein Risikomanagement und Dokumentationspflichten auferlegen. Mein Gefühl sagt mir, Millionen Kinder in den Minen und Feldern erwarten vielleicht etwas anderes als Risikomanagement und Dokumentationspflichten. Sie wollen zur Schule gehen, eine Ausbildung machen und wünschen sich berufliche Perspektiven. Die Kinder der Welt erwarten, dass ihre Eltern unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten und dass sich ihr Heimatland an die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte hält. Und wir Freien Demokraten stehen dabei an Ihrer Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren auch über Verantwortung deutscher Unternehmen in der Welt. Ich stelle mit Bedauern fest, das Gesetz atmet den Geist des Misstrauens. Es wird bewusst der Eindruck erweckt, Kinderarbeit und Ausbeutung würden billigend in Kauf genommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die ganze Welt sieht das anders. Wohin wir reisen, fragen unsere Gastgeber, wann kommen die Deutschen und investieren? Denn die Welt weiß, deutsche Investitionen bringen faire Löhne und Arbeitsbedingungen, oft auch Aus- und Weiterbildung. Handel und Investitionen unserer Unternehmen in Entwicklungsländern schaffen nicht nur Arbeitsplätze hier, sie führen auch viele Menschen aus der Armut und Perspektivlosigkeit dort. Deutsche Unternehmen sind Teil der Lösung und nicht des Problems. Es ist an der Zeit, dass Sie das endlich anerkennen. Herr Minister Müller, auf die Frage des Kollegen Dr. Hoffmann in der Regierungsbefragung gestern, ob das Gesetz eventuell deutsche Auslandsinvestitionen in Entwicklungsländern behindere, lautete Ihre Antwort weder ja noch nein. Sie antworteten lapidar, das Gesetz ist ein Meilenstein. Mit Verlaub, wer die Einführung einer Verpflichtung zur Dokumentation über die Einhaltung von Sorgfaltspflichten als Meilenstein feiert, dem geht es nicht um Menschenrechte, sondern der lenkt ab vom Scheitern seiner eigenen Entwicklungspolitik, der kapituliert in Wahrheit vor den Autokraten dieser Welt. Ein Meilenstein im Bürokratieaufbau allenfalls. Die Regierung gibt vor, nur große Unternehmen seien betroffen. Das ist entweder Augenwischerei oder Ignoranz. Selbstverständlich werden große Unternehmen ihre mittelständischen Zulieferer in Deutschland ebenfalls in die Pflicht nehmen. Nicht in der Pflicht ist dagegen Amazon. Genau wie alle anderen Plattformen oder ausländische Unternehmen mit Zweigstellen nur in Deutschland. Dieses Gesetz führt zum Rückzug der Anständigen und verdrängt den Mittelstand. Da müssen Sie nachbessern, aber dringend. Und das geht auch. Schaffen Sie Safe-Harbor-Lösungen, beugen Sie Doppeldokumentationen vor, helfen Sie mit bei Positivlisten, Negativlisten. Und wenn Sie dann ein attraktives Paket geschnürt haben, das die Unternehmen motiviert mitzumachen, dann fahren Sie nach Brüssel und werben dafür. Dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Die Kinder in den Minen und Feldern werden es Ihnen danken. Vielen Dank, Herr Kollege Kronberg. Soweit Karl-Julius Kronberg von der FDP. Es geht bei diesem Gesetz ja auch nicht nur um die Frage Menschenrechte im engeren Sinne. Es geht um Gesundheit, angemessenen Lohn und Lebensunterhalt, die Freiheit von Zwangs- und Kinderarbeit und um Vereinigungsfreiheit, das heißt also auch um das Recht, Gewerkschaften bilden zu dürfen, um sich zu vertreten, wohl gesagt in diesen Ländern, meistens in Entwicklungsländern, die deutsche Firmen beliefern. Nächste Rednerin Eva-Maria Schreiber von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Minister Müller und Heil, Kolleginnen und Kollegen,
Auf den ersten Blick scheint die Einigung auf ein Gesetz für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Unternehmen erfreulich. Endlich gäbe es die Chance, Menschenrechte und Gerechtigkeit in der deutschen Wirtschaft stärker zu verankern. Und das ist ja auch ein Schritt in die richtige Richtung, ein erster. Trotzdem, auf Druck der Wirtschaftsverbände sowie unter freundlicher Mithilfe des Bundeswirtschaftsministers, der ist jetzt gerade nicht da, warum, wurde der anfangs so gute Gesetzentwurf massiv verwässert. Wieder einmal haben sich die Lobbyisten durchgesetzt. Die Linke will den Entwurf in mehreren Punkten nachbessern. Drei möchte ich erwähnen. Erstens, in vollem Umfang beziehen sich Sorgfaltspflichten derzeit nur noch auf direkte Vertragspartner. Das ist absurd, denn die meisten Menschenrechtsverletzungen passieren am Anfang der Lieferketten und treffen damit häufig die Ärmsten der Armen. Gerade sie gilt es zu schützen. Dort, zum Beispiel in der Kobaltmine oder auf den Bananenplantagen, müssen Unternehmen ihre Risiken nur anlassbezogen ermitteln und ausschließlich dann etwas unternehmen, wenn sie substanziierte Kenntnis über eine mögliche Menschenrechtsverletzung erlangen. Das ist eine Aufforderung zum Wegschauen. Denn je weniger Unternehmen wissen, desto weniger müssen sie handeln. Das widerspricht fundamental dem präventiven Grundgedanken der UN-Leitprinzipien und muss dringend verändert werden. Zweitens. Menschen, die im Ausland von Schäden durch Sorgfaltspflichtverletzungen betroffen sind, müssen vor deutschen Gerichten klagen können. Nur eine zivilrechtliche Haftungsregel gewährleistet dieses Recht. Die geplante Ausweitung der Vertretung von Betroffenen durch NGOs oder Gewerkschaften ist ein Ansatz, löst dieses Problem aber nicht. Ohne die Haftung fehlt dem Gesetz sein schärfstes Schwert. Drittens. Das UN-Leitprinzip Nummer 14 macht unmissverständlich klar, alle Unternehmen tragen die Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte. Bleibt es bei der derzeitigen Regelung von Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden, wäre von dem Gesetz jedoch nur ca. 0,1% der deutschen Wirtschaft betroffen. Das darf so nicht sein. Auch Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden haben die Mittel, Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten zu erfüllen. Und kleine und mittlere Unternehmen in Risikosektoren, wie in der Automobil- oder Textilindustrie, müssen ebenfalls dazu verpflichtet werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv zu werden. Mit diesen gravierenden Lücken dürfen wir dieses Gesetz nicht verabschieden. Sonst besteht die Gefahr, dass es kaum Wirkung hat und im schlimmsten Falle den Prozess auf europäischer Ebene ebenfalls aufweicht. Bessern Sie nach. Danke schön. Die Regeln im Gesetzentwurf zum Lieferkettengesetz sollen erst ab Anfang 2023 greifen, auch nur für Firmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten. Ab 2024 sind es dann Firmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Das wurde gerade von der Rednerin der Linken, Eva-Maria Schreiber, kritisiert. Nächster Redner, Uwe Kekeritz von Bündnis 90, Die Grünen. Herr Präsident, werte Kolleginnen, wir streiten schon lange gemeinsam mit Kirchen, Gewerkschaften, NGOs, Wissenschaft, national und international für ein wirksames Lieferkettengesetz, das die UN-Vorgaben umsetzt und zu denen wir eigentlich auch schon lange durch internationale Verträge verpflichtet sind. Und ich möchte den Ministern Heil und Müller danken, dass wir heute darüber sprechen können. Aber Minister, die eine solche Fraktion zum Gegner haben, die können natürlich nicht wirklich erfolgreich sein. Und deshalb bleibt Ihr Entwurf auch klar hinter seinen Möglichkeiten zurück. So ist es völlig inakzeptabel, dass die Umweltverantwortung nur halbherzig berücksichtigt wird. Und die von Ihnen gewählte Unternehmensgröße sorgt letztlich dafür, dass die meisten Unternehmen nicht für etwaige Menschenrechtsverstöße zur Verantwortung gezogen werden können. Und das Gesetz könnte hier sogar als Freibrief verstanden werden. Besonders schwer wiegt aber die Tatsache, dass Sie die zivilrechtliche Haftung schlicht ignorieren. Sie warten auf Europa, das funktioniert nicht, das muss hier umgesetzt werden. Ihr Entwurf verstößt auch klar gegen die UN-Leitprinzipien, indem sie die Lieferkette im Prinzip nur auf die direkten
Vertragspartner beschränken. Und damit stellen sie gezielt und bewusst besondere Problembereiche wie die Landwirtschaft, Bergbau, Fischerei und anderes außerhalb des Gesetzes. Diese Regierung hat offensichtlich noch nicht verstanden, dass es ihre Aufgabe ist, für alle Unternehmen die gleichen Rahmenbedingungen zu setzen, die nachhaltig und menschenrechtskonform sein müssen. Ein solches Gesetz muss auch dafür sorgen, dass deutsche Konsumartikel nicht mehr durch die Länder des globalen Südens subventioniert werden, indem übelste Arbeitsbedingungen bei inakzeptabler Bezahlung und zulasten der Umwelt ein Wettlauf zu den niedrigsten Kosten stattfindet. Diese Länder zahlen unsere Zeche. Hinzu kommt, dass eine vorausschauende Politik auf faire Beziehungen zu anderen Nationen setzt. Die Beziehungen, die auf Ausbeute von billigen Arbeitskräften und Ignoranz gegenüber der Umwelt basieren, sind nicht nachhaltig, sondern schlicht neokolonial. Ein wirksames Sorgfaltspflichtengesetz ist also eine Investition in die Zukunft. Außerdem, ein starkes Gesetz schützt vorbildliche Unternehmen gegen Umwelt- und Menschenrechtshasardeuren. Und genau darauf hat eine wachsende Anzahl ambitionierter Unternehmen, die es gibt, auch einen Anspruch. Und diesen müssen wir auch gerecht werden. Ihr Gesetz tut das nicht. Dankeschön. So, jetzt kommt die Debatte wieder in ihr Lot, denn Hubertus Heil, der Bundesminister, der Bundesarbeitsminister, der eigentlich zuständig ist, der hat ja am Anfang der Debatte gefehlt, deswegen ging das alles hier etwas durcheinander. Jetzt redet Hubertus Heil, der ja hinter diesem Lieferkettengesetz steht. Das ist eine Herzensangelegenheit von ihm gemeinsam mit dem Bundesminister für Entwicklungshilfe von Gerd Müller von der CSU. Jetzt Hubertus Heil. Hat mit der Verkürzung zu tun gehabt, aber das klären Sie mal. Ich warte einen Moment, bis Geschäftsordnungsfragen geklärt sind. Herr Minister, Sie können bitte beginnen. Der Kollege Thomé ist von mir gerade über die Geschäftslage unterrichtet worden. Ganz herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum ein anderes Land in der Welt profitiert so stark von der arbeitsteiligen Wirtschaft wie unsere Bundesrepublik Deutschland. Das sichert Wohlstand und Arbeitsplätze in unserem Land. Aber, Herr Kollege, daraus ergeben sich auch besondere Verantwortung für Menschenrechte, für anständige Arbeitsbedingungen weltweit, für die Globalisierung, die wir fair gestalten wollen und menschlich. Und ja, es gibt eine staatliche Verantwortung in Handelsverträgen beispielsweise oder auch bei Investitionsschutzabkommen, um ein aktuelles europäisches Beispiel zu nennen. Zugleich gibt es aber auch Unternehmensverantwortung für Menschenrechte und faire Arbeit. Und genau deshalb ist das Lieferkettengesetz heute ein Meilenstein. Wer global wirtschaftet, wer global Gewinne macht, muss auch global Verantwortung übernehmen. Und diesen Grundsatz schreiben wir mit unserem Lieferkettengesetz zukünftig rechtsverbindlich fest. Weltweit werden fast 25 Millionen Menschen in der Welt in Zwangsarbeit ausgebeutet. 152 Millionen Kinder sind Opfer von Kinderarbeit. Und die Schädigung der Umwelt ist in internationalen Lieferketten allzu oft leider immer noch Teil des Geschäftsmodells. Meine Damen und Herren, das sind bedrückende, das sind erschütternde Fakten, die wir nicht einfach achselzuckend akzeptieren können. Und Gerd Müller, mein Freund, hat es erwähnt. Wir sind zusammen. Es ist ja nicht so, dass das eine Schande ist, dass das in der Politik auch parteiübergreifend sogar in dieser Koalition möglich ist. Aber was uns vor allen Dingen geprägt hat, ist, dass wir wirklich gemeinsam 2019 nach Äthiopien gereist sind und uns vor Ort ein Bild gemacht haben. Ein bitterarmes Land, mit dem wir intensive Handelsbeziehungen haben. Und wir haben gute Beispiele gesehen und wir haben erschütternde Beispiele gesehen. Wir haben erlebt, was passiert, wenn deutsche Unternehmen sich in Lieferbeziehungen kümmern, zum Beispiel in einer Textilfabrik mit vorbildlichen Arbeitsbedingungen, mit Arbeitsschutz, mit einigermaßen anständigen Löhnen, mit Mitarbeitervertretung. Und wir haben ein furchtbares Beispiel in einer Gerberei gesehen, wo Frauen bis zu den Knien in Chemikalien standen, wo es keinen Arbeitsschutz gab, wo es Hungerlöhne gab. Das war, und ich sage es bewusst, das, was wir vor 150 Jahren eine frühkapitalistische Hölle in unserem Land genannt haben. Wer das gesehen hat, meine Damen und Herren, der weiß, es gibt unternehmerische Verantwortung. Und die Unternehmen, die das auch machen aus Deutschland heraus, die ändern die Arbeitsbedingungen auch in ihren Lieferbeziehungen. Das hat Äthiopien gezeigt.
Mit dem Gesetz machen wir den Schutz von Menschenrechten und den Schutz von Umwelt zum verbindlichen unternehmerischen Standard. Und im Gegensatz zu dem, was vorhin erzählt wurde, es umfasst die gesamte Lieferkette, was umweltrechtliche und umweltbezogene und menschenrechtliche Risiken betrifft. Die sind zu überprüfen. Und kommen dabei Hinweise auf Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Zwangsarbeit oder die Vergiftung lokaler Trinkwasserressourcen zutage, dann muss ein Unternehmen zukünftig im Rahmen seiner Möglichkeiten reagieren. Wir verlangen nicht mehr und nicht weniger. Die unternehmerische Sorgfaltspflicht endet eben zukünftig nicht mehr am eigenen Werktor, sondern in der gesamten internationalen Lieferkette, im eigenen Geschäftsbereich, bei den direkten Zuliefern, aber auch bei den Mittelwarenzulieferern. Und meine Damen und Herren, wer Regeln erlässt, muss auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Hier ist über die Wirksamkeit des Gesetzes ja gesprochen worden. Es ist eben kein Papiertiger, sondern eins mit Biss, denn das Gesetz enthält klare Pflichten und klare Regeln. Und es sieht Kontrollen und substanzielle Sanktionen für den Fall vor, dass das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Verstöße feststellt. Und wenn es soweit kommt, dann drohen empfindliche Zwangs- und Bußgelder. Da bei einer bestimmten Schwelle übrigens zukünftig auch der Ausschluss von Unternehmen von der öffentlichen Auftragsvergabe. Wir haben das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit einem robusten Mandat zur Durchsetzung versehen. Übrigens mit Beweissicherungsmöglichkeiten, mit Betretungsmöglichkeiten, um Dingen auch nachgehen zu können. Deshalb sage ich, bei allem, was man sich so wünschen mag, und dieses Gesetz kann man sicherlich zukünftig weiterentwickeln, vor allen Dingen, wenn es zu einer europäischen Regelung kommt. Das ist ein wesentlicher Schritt, und es ist tatsächlich so, dass wir zwar den zivilrechtlichen Haftungsweg für das deutsche Gesetz nicht haben, aber ein robustes Mandat mit einer behördlichen Durchsetzung. Das sollten Sie nicht kleinreden, zumal wir etwas Zweites durchgesetzt haben, was mir persönlich sehr, sehr wichtig war. Es geht ja auch darum, die Rechte der Menschen, die von Menschenrechtsverletzungen getroffen sind, unmittelbar zu stärken. Und es gibt schon eine zivilrechtliche Möglichkeit, theoretisch für Menschen vor deutschen Gerichten zu klagen. In der Realität des Lebens haben aber die meisten, die von solchen Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten in anderen Ländern betroffen sind, weder die Kraft noch das Geld, ihre Rechte vor deutschen Gerichten geltend zu machen. Und deshalb ist es ein Riesenfortschritt, dass zukünftig deutsche Gewerkschaften, deutsche NGOs und Hilfsorganisationen im Namen und im Einverständnis der menschenrechtlich Betroffenen die Rechte durchsetzen können. Das, meine Damen und Herren, ist konkrete Politik. Und zum Schluss, wir sorgen auch für fairen Wettbewerb. Denn es gibt viele Unternehmen, die sich kümmern. Und Anstand darf in der Globalisierung kein Wettbewerbsnachteil sein, meine Damen und Herren. Auch das ist wichtig. Zum Schluss, Herr Präsident, meine Damen und Herren, unsere soziale Marktwirtschaft fußt auf dem Prinzip der Wirtschaft. Haben Sie eine Frage? Herr Präsident, Entschuldigung, das ist Ihre Aufgabe. Das. Herr Bundesminister, ich weiß nicht, wie das in der Bundesregierung ist, aber im Deutschen Bundestag ist der Präsident derjenige, der Fragen zulässt im Zweifel. Also Sie müssen natürlich auch zulassen, aber da Ihre Redezeit bereits deutlich abgelaufen ist, macht es keinen Sinn, sich unnötig dadurch zu verlängern, dass jetzt eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion gestellt wird. Schade, also kommen Sie bitte zum Ende. Ja, Herr Trittin, dass Sie mit Regeln wenig zu tun haben, leuchtet mir ein, aber ich bin gehalten, die Geschäftsordnung zu beachten. Herr Minister, kommen Sie bitte zum Schluss. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich respektiere natürlich Ihre Rechte und auch das Recht für Kurzintervention. Zum Schluss, meine Damen und Herren. Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland, die fußt auf dem Prinzip von wirtschaftlichem Handel und gesellschaftlicher Verantwortung. In diesem Sinne bitte ich Sie, diesem Gesetzentwurf in der parlamentarischen Beratung zum Durchbruch zu verhelfen. Wir haben nur noch 4 Sitzungswochen Zeit. Aber dieses Gesetz macht im Übrigen auch Rückenwind für eine europäische Lösung. Und damit leisten wir einen Beitrag zur gerechteren Globalisierung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas eine fidele Stimmung im Bundestag zum Lieferkettengesetz. Hubertus Heil, der Bundesminister von der SPD, Bundesarbeitsminister, der mehrfach seinen Freund Gerd Müller von der CSU, den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, angesprochen hat. Der dritte Bundesminister für dieses Lieferkettengesetz, der fehlt hier. Das fällt auf. Das ist Peter Altmaier, der Bundesminister für Wirtschaft. Aber der hat ja auch an diesem Lieferkettengesetz große Kritik geübt und es geht ihm offensichtlich auch viel zu weit. Wir werden jetzt weiter sehen, wie die Debatte sich mit dem letzten Redner entwickelt. Das ist Hermann Gröhe von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das Wort der Minister AD Hermann Gröhe als letzter Redner in der Debatte.
Hermann Gröhe, also Bundesminister AD und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Und nach diesem Redebeitrag gibt es einen Wechsel am hier am Mikrofon. Mein Kollege Gerd-Joachim von Fallor übernimmt. Wir finden uns nicht damit ab, dass millionenfach Menschenrechte in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen mit Füßen getreten werden. Damit finden wir uns nicht ab. Kinder gehören in die Schule, nicht ins Bergwerk, nicht auf die Plantage und nicht auf den Schrottplatz. Das eint doch die allermeisten und in Wahrheit auch die allermeisten in der Wirtschaft. Deswegen ist es albern, uns zu unterstellen, wir hätten einen Generalverdacht gegen die Wirtschaft. Ich kenne viele eindrucksvolle Beispiele unternehmerischer Verantwortung, gerade in Entwicklungsländern. Aber wir hören doch gerade auch von diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass wir mehr Konsequenz, mehr systematisches Hinschauen brauchen. Sie rufen nach klaren, verbindlichen Rahmen für alle. Wegschauen darf kein Wettbewerbsvorteil sein, meine Damen, meine Herren. Und Deutschland ist drittgrößter Importeur in der Welt. Diese Marktmacht gibt uns die Möglichkeit, Standards zu setzen. Und aus dieser Möglichkeit wird angesichts schrecklicher Menschenrechtsverletzungen eine gemeinsame Verpflichtung von Staat und Wirtschaft und übrigens auch von uns allen als Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich für die Herkunft ihrer Produkte interessieren sollten, meine Damen, meine Herren. Für mich war immer klar, ein Lieferkettengesetz muss wirksam sein für die Menschenrechte. Es muss auch zweitens umsetzbar sein für die Wirtschaft. Es muss wirksam sein, es muss einen echten Fortschritt für die Menschenrechte bringen. Und ja, das bedeutet Aufwand. Aber ehrlich gesagt, das so in der Attitüde Schnickschnack bürokratisches Monster zu diffamieren, wird der Ernsthaftigkeit millionenfacher Menschenrechtsverletzung nicht gerecht, meine Damen und Herren. Und übrigens, wenn es um unseren Schutz geht, Qualitätssicherung entlang der ganzen Lieferkette, dann erscheint uns der Aufwand selbstverständlich angemessen. Geht es ja auch um unseren Schutz. Und deswegen ist es falsch, hier das in Bausch und Bogen abzulehnen. Und natürlich, Kollege Kronberg, die Dokumentation schützt nicht das Kind. Aber das, was dokumentiert wird, nämlich die Verpflichtung, auf den Zulieferer zuzugehen und sich für die Arbeitsverhältnisse dort zu interessieren, dies ist ein wichtiger Schritt, diesen Kindern zu helfen, den sie nicht schlecht reden sollen. Ich will Umsetzbarkeit, ja, denn wir wollen mehr Investitionen zum Beispiel in Afrika, mehr fairen Handel mit Afrika. Und deswegen ist es wichtig, auch zu wissen, dass Jobs und Ausbildung durch solchen Handel, durch Wirtschaftsbeziehungen entstehen. Nur zu geringerem Teil durch Entwicklungszusammenarbeit. Wahr ist aber auch, staatliche Entwicklungshilfe kann nicht die Wunden heilen, die ausbeuterische Wirtschaftsbeziehungen erst schlagen. Insofern gibt es eben eine gemeinsame Verantwortung. Wir haben viel an Zustimmung. Wir haben auch Kritik von NGOs, von Gewerkschaften, von Wirtschaftsverbänden gehört. Wir nehmen das ernst. Wir prüfen das im Verfahren. Aber ich sage sehr deutlich, Karikaturen, schlechte Karikaturen und verzerrende Darstellungen, die es gegen das Gesetz insgesamt gibt, weisen wir entschieden zurück, meine Damen und Herren. Denn selbstverständlich gilt auch in diesem Gesetz der rechtsstaatliche Grundsatz, Unmögliches darf nicht verlangt werden. Deswegen steht eindeutig im Gesetz und seiner Begründung, dass die Sorgfaltspflichten eine Bemühenspflicht konstituieren. Es wird ausdrücklich das konkret Machbare und Angemessene als Maßstab benannt. Das ist richtig. Das mag man vielleicht noch weiter präzisieren, wenn es etwa um Abhilfemaßnahmen geht, da wo die Menschenrechtsverletzung nicht das im beeinflussbaren Verhalten des Zulieferers begründet ist, sondern in einer Rechtsordnung eines Staates, wann da der Abbruch von Geschäftsbeziehungen verlangt werden kann und wann sinnvollerweise nicht. Aber der Grundsatz, das angemessen und konkret machbar, das ist, was verlangt wird, steht eindeutig im Gesetz. Meine Damen, meine Herren, ja, wir haben uns entschieden, und ich glaube, das ist gut vertretbar, die zusätzliche zivilrechtliche Haftung nicht vorzusehen, sondern ein effektives Bußgeld- und Sanktionssystem. Ich glaube sogar, dass das in mancherlei Hinsicht wirksamer sein kann, und deswegen sollten wir diesen Weg hier gehen. Herr Kollege, ich will
Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Frohnmeier aus der Nein, die erlaube ich nicht, weil ich da bisher keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema erlebt habe. Lassen Sie mich noch zum Thema Unternehmensgröße etwas sagen. Ja, auch das war ein Kompromiss. Wir wollen den Mittelstand gerade in dieser Zeit nicht zusätzlich belasten. Aber ich will hier sehr offen sagen, für die Frage, ob wir nicht unselbstständige Töchter, also Niederlassungen hier und Betriebsstätten ausländischer Konzerne einbeziehen sollten, da bin ich durchaus bereit, da sollten wir im Gesetzgebungsverfahren drüber reden. Es sollte nicht von der unterschiedlichen Rechtsform abhängen, dass wer in Deutschland über diesen Schwellenwerten Arbeit hat, auch dran ist, sich diesen Rahmenbedingungen zu stellen. Das lässt weniger Gespaltungsräume, das eröffnet mehr fairen Wettbewerb. Sie sehen, wir haben einen guten Gesetzentwurf vorgelegt als Regierung. Dafür danke ich den beiden Freunden und Ministern. Und wir werden ihn gemeinsam im Parlament zu einem erfolgreichen Gesetz machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gröhe.